Leute, Nachricht! Leute. Liebe Frauen. Liebe Frauen, ihr müsst kurz chillen und beim Haus bleiben. Liebe Männer, geht zum Matcharea und bleibt dort stehen. Wow. Die Stimmung war eigentlich ziemlich bedrückt, würde ich jetzt mal behaupten, weil alle wussten, es kommt irgendein Plot-Twist oder irgendwas kommt dazu, was halt nicht im Norm liegt. Es kann nur eine geile Frau in der Villa kommen. Es war klar, dass noch eine Frau reinkommt. Oder zwei, weil wieso immer mehr Frauen? Wo die anderen zwei reinkommen sind, ich habe sofort in diesen 4 Minuten Speeddate, die ich Gespräch hatte, trotzdem untergebracht, dass ich glücklich verkappelt bin. Und bin immer sofort zu ihm zurück. Und jetzt bin ich gespannt, wie er reagiert. Ich weiß, ich kann mir eigentlich voll sicher sein. So, aber trotzdem, das, was ich halt durchgemacht habe in der Vergangenheit, setzt mich halt immer wieder so zurück. Ich hol mir jetzt ein Glas und ich schenke mir ein Wein an. Ein griechischen Wein, komm, ja. Es hat nur noch Becher, aber... Ja, das ist mir auch wurscht. Ich warte noch... Voila, Krise, ich brauch Schutz. Nein, aber was brauchst du? Schutz. Erstmal was zur Beruhigung? Keine schlechte Idee, denn die Männer sind in bester Gesellschaft. Sie haben eine neue Hottie gewonnen und hier ist sie. Die Männer sehen sie aber noch nicht. Wir schon. Also, ich bin die liebe Rosalinda. Ich bin die Crazy Rosa, was soll ich sagen? Und bereit zu matchen? Ich bin jetzt in meiner Primetime, deswegen ich muss das Leben einfach genießen. Ich muss alles machen, was Spaß macht und nicht zurückblicken, sondern einfach geradeaus. Immer den Blick nach vorne gerichtet auf Flirtmaterial. I don't chase, I attract, ganz klar. Ich kann auch von mir behaupten, ich spreche sehr viel mit meinen Augen. Und wenn sich die Augen genug unterhalten haben, schaut Rosalinda mit den Händen. Sie nimmt sich, was sie will. Ich bin schon eine sehr dominante Frau. Ich bin Latina, ich habe mein Temperament, ich habe meinen sehr, sehr, sehr sturen Kopf. Verkackst nicht mit mir. Ich bin wirklich eine ganz Liebe. Ich gebe jedem eine Chance, ob Freundin oder ob Freund. Aber wenn man mir in den Rücken fällt, ich steche 10-mal zurück. Also dann, ihr Stecher, jetzt seid ihr an der Reihe. Jeder hat bei unserem heutigen Blind Date eine Frage frei, bevor alle Rosalinda erst am Ende zu Gesicht bekommen. Darf ich fragen, auf was für Männer du so stehst, so dein Type? Mein Type ist, wenn die Energy passt. Oh, oh okay. Nur der Diplomat. Ich habe einen breiten Diplomat. Nur der Charakter zählt, oder? Die Energy zählt, der Vibe zählt. Ja, Rosa hat gesagt, dass es bei ihr ganz auf Energie ankommt und der Vibe. Und das finde ich total lustig, weil es ist eins zu eins das, was ich auch gesagt habe. Also spannend, hätte ich mir nicht gedacht, dass es jemanden hier gibt, der so ähnlich antworten würde wie ich. Lieber schick essen gehen oder zu Hause gemeinsam kochen? Oh. Zu Hause gemeinsam kochen. Gute Antwort. Wifi, wifi. Und du? Gute Antwort, ja, ich sehe es genauso. Aber wir stellen hier die Fragen. Ich habe schon gekämpft. Ich darf auch Gegenfragen stellen. Könntest du mir eine persönliche Red Flag über dich selbst sagen und vielleicht eine Red Flag am anderen Geschlecht? Gute Frage. Erste gute Frage. Frag doch, was sie machen. Lass sie antworten, lass sie antworten. Mein persönlicher Red Flag ist, ich denke zu viel nach und denke zu weit. Und Red Flag am Gegenüber. Schwierig. Sehr schwierig, keine Ahnung. Ja, also stell dir vor, ich gebe dir ein Szenario. Du bist am ersten Date und ihr habt ein schönes Essen. Ja. Und der Mann sagt Folgendes. Und für dich ist das eigentlich ein Argument, jetzt aufzustehen und zu gehen. Wenn er sagt, die Rechnung durch zwei, das geht nicht. Beim ersten Date zahlt der Mann, beim zweiten Date zahle ich. Das ist eine Regel. Okay. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Die Antworten haben mir auch extrem gut gefallen. Auch ihre Stimme war sehr angenehm. Gutes, klares Deutsch, was ja auch nicht klar ist bei Schweizer. Deutschen hier. Wenn du eine Eigenschaft auswählen kannst, soll der Mann lieber abenteuerlich sein, hübsch sein oder reich? Abenteuerlich. Er muss jetzt sagen. Muss ich nicht sagen, weil es ist einfach so, ob reich oder nicht, ich bin mein eigener Rich Man, ich brauche kein Geld. Und wie gesagt, ich gehe auf Energy, auf Vibe und dementsprechend ist mir logisch, das Aussehen gehört auch dazu, aber das Aussehen ist bei mir erst an zweiter Stelle. Okay. Habt ihr gehört? Wunderbar. Suchst du jemanden für Freitagabend oder jemanden, mit dem du Samstag und Sonntag verbringen kannst? Ich suche jemanden zum Heiraten.
Oh, okay, okay. Okay, okay, okay. Was braucht es dich, um zu heiraten? Ab jetzt kann sie eine Mischlexi eingehen. Ja, jetzt muss sie sehen. Okay, okay, okay. Jungs, letzte Frage. Anwalt. Hast du eine Lebensvision? Und wenn ja, welche? Eine Lebensvision? Ja. Also, was ich mir so wünsche, zukünftig für mich? Ja. Ja, wie gesagt, ich möchte irgendwann mein eigener Rich Man sein, unabhängig sein und einfach das Leben glücklich genießen können. Also für mich waren die Fragen ein bisschen so 0815. Habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Ich nehme mal an, dass die Jungs genauso aufgeregt waren wie ich. Dementsprechend, die Frage, die mich am meisten gecatcht hat, war die Frage, ob ich eher auf das Äußerliche gehe. Ich weiß nicht mehr genau, was die Frage war. Ich weiß nur noch, dass meine Antwort war, ich gehe auf Vibe und ich gehe auf Energy, da ich ein sehr spiritueller Mensch bin. Na dann ist es jetzt an der Zeit, den Vorhang zu lichten und den neuen Gast entsprechend willkommen zu heißen. Wow. Hi. Hey, hey, die kennen wir doch. Voilà. Ich weiß nicht. Hallo. Wow. Wow. Ja, hallo. Halb. Okay, nicht so schüchtern, stellt euch vor, sag hallo. Hallo. Hi, Rosa. Oh Gott, die sind alle so groß. Miro. Rosa. Freut mich. Borna. Rosa. Hi, Rosa. Hallo, Benedikt. Rosa. Hallo, Elia. Freut mich. Oh, gerade so. Freut mich. Rob. Hi. Hallo. André. Hallo, freut mich. Nein. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich will so vorstellen. Dass du da bist. Rosa scheint eigentlich genau mein Typ vom Charakter her. Also überhaupt nicht oberflächlich, sehr süß. Hat so die richtigen Werte, denke ich. Aber ich bin ja schon vergeben. So, wo sind Ladies? Ja, komm. Okay, dann zu den anderen Ladies. Die werden sich bestimmt freuen. Also ich würde schon sagen, dass sie meinem Typ entspricht. Aber ob das wirklich so vibet, wie ich... Ob das wirklich so vibet, das kann ich noch nicht beurteilen, tatsächlich. Hallo! Let me present to you. Hallo! Ich bin Rosa, freut mich. Hallo! Hallo! Hey! So wie das meint. Alles gut? Ja, auch. Wir müssen gleich. Ich muss ehrlich sagen, nachdem ich die Ladies kennengelernt habe, man hat schon ein bisschen einen so einen komischen Vibe gespürt. Ich glaube, es war für alle ein bisschen komisch so, dass das ganze Herzblattspiel da war. Vielleicht waren ein paar Mädels auch eifersüchtig, dass die Jungs da gehen und mich fragen, also ja, dass die Fragen stellen. Dementsprechend, ich glaube, ich wollte noch nie so sehr nach Hause gehen wie heute. Ein Stößchen. Und oh, zum Wohl. Schön, bist du da? Willkommen, ja. Prost, was trinkst du? Griechischen Wein. Griechischen Wein, ah, hast du mal gehört? Warst du sehr aufgeregt oder ging's? Oh nein! Ich kann jetzt nur von mir sprechen, dass ich jetzt keine Konkurrenz vor der Rosalinda jetzt da irgendwie befürchte. Falls der Miro sich trotzdem entscheiden sollte, dass er sie näher kennenlernen möchte, will ich dann nicht im Weg stehen. Und dann denke ich mir auch, dass es absolut nicht das Richtige für mich ist, weil ich brauche einen Mann, der eigentlich nur Augen für mich hat. Also gemäß Match Night, offiziell Single sind von dir. Ah, ich sehe. Ja, wenn du hättest jetzt nicht gedacht, dass du Single bist. Oha. Ja. Also nein, nicht weg dem, aber... Ja. Alles gut. Ich bin halt sehr spirituell unterwegs. Sind wir schon zwei. Sind wir schon zwei. Manchmal spirituell? Was bedeutet für dich spirituell? Spirituell über Energies. Ich habe angefangen, mega los auf meine Intuition. Keine auf etwas, wo man nicht dran gesehen hat. Über halt die Energy, wie sagen wir, einfach die Welle. Ich und Andrin, wir haben schon eine gewisse Wellenlänge aufeinander. Nach meiner Ankunft würde ich schon davon behaupten, dass ich und er eine gewisse Stimmung, einen gewissen Vibe und eine gewisse Energy miteinander haben. Und dementsprechend, ja, er hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Und dementsprechend ist er mir auch im Kopf geblieben. Aus jetziger Sicht würde ich behaupten, dass die Rosalinda definitiv zu mir am besten passt. Einfach eben, wie vorhin erwähnt, aufgrund der Themen, die wir jetzt in den paar Minuten besprochen haben, würde ich tatsächlich so egoistisch sein und sagen, sie würde am besten zu mir passen.